Ja, hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einer wieder mal Ankündigung. Es kommt wirklich in letzter Zeit sehr viele, ja? Es ist irgendwie gerade so eine kleine Umbruchsphase, na gut. Ja, ich habe den Upload-Plan radikal verändert. Ich habe ihn radikal geschrumpft. In diesem Zuge sind auch Videos gelöscht worden, die auf geplant gestand haben. Und zwar ist es folgendermaßen. Jeden Tag um 16 Uhr wird ein laufendes Projekt kommen, was momentan Minecraft ist, aber das ist dann sowieso bald zu Ende. Also ihr braucht euch nicht zu wundern, dass nicht zu ängstigen, dass jetzt RPGs irgendwie bei mir abgeschafft werden. Minecraft ist jetzt nur so weit, bis der 21. Part zu Ende ist. Dann habe ich das nämlich nicht mehr Lust gehabt, das war das Let's Play. Und ja, danach kommt, müssen wir mal gucken, ich denke mal, danach werde ich Planescape Torment spielen, weiterspielen, deswegen ist er erstmal natürlich hochladen, die Videos, die noch auf Platte liegen. Und ja, ansonsten, die Playthroughs werden gleich bleiben, die werden dann aber auch irgendwann halt wegfallen, wenn die alle sind, dann wird diese Uhrzeit auch wegfallen. Die Togethers sind jetzt jeden Tag um 15 und um 20 Uhr, je nachdem ob Markus oder ich gerade dran sind. Wenn Reptilien dran ist, dann lädt er halt auf seinen Kanal hoch, dann kommt er halt an den Tag nichts. Und ansonsten, ja, 20 Uhr Mafia 2 kommt, halt je nachdem, das ist halt gleich geblieben. Da habe ich jetzt auch nichts an den Zeitnehmen Videomanager verändert. Das war ganz gut. Das Let's Ness, einen Moment mal. Ich musste mal kurz jemanden schreiben. So. Ja, das Let's Ness kommt auch immer noch um 17 Uhr, ganz normal. Weil das wären zu viele Videos, die müsste ich so alle umstellen. Das heißt, 15 bis 17 Uhr kommt ein Video, dann um 19 Uhr nochmal und dann um 20 Uhr. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Videos pro Tag. Wenn der Playthrough wegfällt, sind das nur noch 4 Videos pro Tag. Denn, ja, ich merke doch so langsam auch selber, dass das mir dann keinen Spaß mehr macht, wenn ich doch so unheimlich viel lese. Die Projekte kommen trotzdem schneller vorwärts. Das ist jetzt, wenn die Projekte halt 7 Videos, ein laufendes Projekt, 7 Videos pro Woche, das ist glaube ich genug mit den anderen Videos, wo das dann sowieso nacheinander halt wegfällt. Mir sind halt die Togethers halt noch ziemlich wichtig, deswegen bleiben die halt auf ihrem Platz. Und ja, ich denke mal, das ist für euch auch besser, wenn ihr weniger gucken müsst pro Tag. Ich meine, Minecraft ist zwar jetzt nicht unbedingt das, was die meisten gucken gerade, aber halt dann halt Planescape Torment. Wenn das dann noch irgendwann vorbei ist, kommt dann auch wieder Tales of. Und dann guckt man mal, was ich danach spielen werde. Gucken wir einfach mal. Da spiele ich eventuell vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr. Ich war auch schon am Überlegen, ob ich das vielleicht doch halt so machen sollte, dass ich halt aufnehme und halt dann nach Bedarf aufnehme, aber ich werde es wahrscheinlich dann so machen, wenn halt kein Video an den Tag kommt, dann kommt halt dann kein Video, was soll's, dann werde ich halt je nach Bedarf und ich werde jetzt nicht irgendwie 7x15, das wären immerhin, müsste ich ein Stück eine Dreiviertelstunde aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das für Planescape Torment so hinbekomme. Ich muss mal gucken. Je nachdem werde ich halt ein bisschen abgrenzen müssen. Halt. Ich meine, es ist schnell gerendert, es ist schnell hochgeladen. Es ist inzwischen, wo ich einen neuen PC habe. Auch wenn der höchstwahrscheinlich bald in der Reparatur muss, wenn das weitergeht mit den Abstürzen. In letzter Zeit ist es zwar nicht, aber da habe ich ja nur jetzt Let's geguckt. Übrigens vom Matt Baron ist auch zu empfehlen, seine Epic Mecha Spiele. Und eher gut, das war's dann auch schon. Wir sind dann bei Minecraft, denke ich, und Togethers und Playthrough und Let's Ness. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.